Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Hammerting. Und sie hämmern und sie machen und sie tun, das ist wunderbar. Und wisst ihr was? Der Jorun hier, ist die, wo der sich eingeschlossen hat? Der hat hier eine Treppe gebaut. Und dann hat er sich gedacht, ja, er hat wahrscheinlich den letzten Block hier von unten gebaut. Und jetzt weiß er nicht mehr, was er tun soll. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht so genau. Also ich meine, wir könnten jetzt hier eine Treppe hochbauen. Aber was sollen wir da? Wir haben ja eine Treppe extra darunter gebaut. Ich meine, es wäre der kürzere Weg gewesen hier, ne? Also ich würde mal sagen, wir bauen mal hier eine Treppe runter. Und dann können wir eigentlich den auch wieder abreißen. Dann kommen die, glaube ich, sowohl dahin als auch dahin. So. Also diese Zwerge wirklich... Machen wir mal so Dreierblöcke und dann schauen wir mal, wer schneller ist. Moment. Da kommt sofort einer. Aber wirklich, dass sie immer diese Sachen... Na gut, woher sollen sie es wissen, ne? Man könnte sagen, woher sollen sie es wissen? Ich hoffe, sie schaffen jetzt da, jetzt sich nicht völlig... Ah, er hat schon wieder Probleme. Aber gut. Und dann noch eine Sache... das ist mir ja jetzt erst alles aufgefallen. Das Weihwasser hier zum Beispiel. Da kann man auch was produzieren. Ich habe das nie geschnallt im ganzen ersten Let's Play. Ich denke mal, das war schon vorher so. Aber ich habe es nicht geschnallt, auf diese Dinger drauf zu drücken. Ich habe da immer probiert, mit den Zwergen reinzugehen. Hier gibt es nämlich Weihwasser und das stellt tatsächlich 500 Gesundheit wieder her. Das ist ja ganz hervorragend. Wir haben einen Vorrat von 1000. Das kostet 75. Also sollten wir... Naja, so 7 auf jeden Fall mal herstellen können ungefähr. Und das können wir ja dann... Nee, wo war das? Nee, hier war die Volltreffermine. Genau. Müssen wir echt fast nochmal gucken. Und dann wird es noch wichtiger, obwohl diese verlassenen Friedhöfe, ich glaube, da kann man nichts machen. Im Rattenloch kann man ja auch nichts machen. Und hier kann man auch nichts machen. Okay, die bauen hier an der Seite weiter. Herfried hat wieder Probleme. Der hängt an der Kante oder sowas. Jetzt nicht mehr. Flupp. Okay. Ging noch halbwegs. Aber da wir sowieso auch mehr Bergweisheit brauchen. Also zum einen, ich weiß gar nicht, wann wir das hier freigehämmert haben. Aber das Rattenloch ist ja tot. Dann können wir doch schon mal Aufträge vergeben. Hier zum einen mal noch die letzten gefallenen Helden. Sich reinzuziehen. Und diese Sackstapel. Was auch immer da ist. Und die Schmelzkappe können wir auch wegmachen. Und die Rattenhaut. Achso, das ist einfach Rattenhaut. Die ist interessant gemacht, diese Rattenhaut. Also es ist echt eine große Ratte jeweils. Das scheinen wir nicht zu können. Haben wir noch unmögliche... Achso, wir haben ja die Krise in der Überwelt. Beziehungsweise, Moment mal, wir schicken erstmal die Sachen los. Und dann machen wir da unten weiter. Blühende Wüste. Zwei Eisenbarren, bitte weg. Der süße Stein... Die Granitsäulen bitte weg und Gerüchte von einem Angriff. Oh, das läuft ja auch ab hier. Auch das können wir machen. Damit sollte die Krise auch wieder durch sein. Wunderbar. Sieg. Sieg in der Oberwelt. Wo liegen wir denn jetzt? Punktzahlmäßig 16 zu 7. Und wir haben schon wieder hier Kupferbarren. Hier Rattenhaut. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, auch die Exporte in den Herbstdocks können wieder gemacht werden. Und auch das Sägewerk kann wieder Axtköpfe kriegen. Und dann gehen wir hier unten mal weiter und bohren uns hier mal rein. Und dann wahrscheinlich auch einfach weiter, oder? Oder Moment mal. Nee, halt. Mich interessiert, was das hier ist. Deswegen gucken wir mal. Ich hoffe, sie hängen jetzt gleich nicht wieder fest. Aber wir... das war wieder die kurze... Eine lange Aufzugsschiene. Dann bauen wir hier mal weiter. Jetzt habe ich wieder nicht Shift gehalten. Mann, irgendwas mache ich mal falsch. So. Jetzt ist schon wieder oben des Krieges. Aber jetzt bauen wir erstmal Fahrstuhl. Ah, und das geht nicht. Das ist schon zu viel, zu wenig Platz. Ja, komm, dann bauen wir... bringt das was? Vielleicht. Ich gucke mal, ob ich da so einen Aufzugsbahnhof noch hinkriege. Nee, das kriege ich natürlich nicht hin. Dann muss ich erstmal hier stoppen. Und dann machen wir
den Aufzugsbahnhof ganz nach oben. So, dass das gerade so klappt. Und dann bauen wir hier einzelne kleine Aufzugsschienen nochmal ran. So, und dann sollte das ja hinhauen. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier oben, obwohl hier ist ja gleich dicht. Aber dann gucken wir mal, können wir das denn abbauen? Also da schon, aber können wir das abbauen? Nee, können wir nicht. Bergarbeiterschwierigkeit 100. Hier ist schon wieder haufenweise fertig. Müde Äxte weg, die Exporte weg, das lecker Huhn weg. Die Rattenhaut kommt von weiter weg. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert hier irgendwie. Oder ob wir da härtere Äxte brauchen. Oder ob das wirklich einfach das Ende ist. Das kann ja auch sein. Oder ob wir vielleicht einen Zwerg brauchen, der... Ach, jetzt haben... Ja, jetzt wart ihr gerade da, ne? Arsch. Verflixt. Nee. So, erst hier. Moment, da auch nicht, damit ihr da noch wieder hochkommt. Und dann da so hin. Und dann so weg. Dann haben wir maximal zwei, glaube ich. Von mir aus so. Immer zwei Stufen und dann kann man den auch wegnehmen und dann sollte das klappen. Oder? Ja, ich glaube ja. Dann schauen wir mal, ob wir hier weiter irgendwas machen können. Kohle abbauen und so ist jetzt nicht das Wichtigste, aber dann können wir hier nochmal reingehen. Okay. Gut. Und hier müsst ihr natürlich auch weiter bauen. Wir können mal ein bisschen schneller machen, glaube ich. Oder wir holen uns noch einen Zwerg. Wartet mal. Wir können ja noch eine Behausung bauen. Ach, ich glaube, es hat jemand von euch gesagt. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Dass ich das hier voll machen kann. Wenn ich mich richtig entsinne, ging das nicht. Nee, das geht nicht. Irgendjemand hat geschrieben, du kannst das einfach mit Blöcken voll machen. Dann geht das schon mit dem da reingehen. Das weiß ich, das haben wir gemacht sozusagen. Aber das hier ist irgendwie blockiert durch dieses Gebäude. Deswegen müssen wir hier so eine schöne... deswegen müssen die da immer reinklettern ins Lager. Das ist gerade für ein Lager vielleicht nicht so klug, ne? Aber gut. So. Wir haben auch noch ein paar Gebäude, die wir bauen könnten, aber wir machen jetzt erstmal nochmal eine Behausung hier oben hin. Die gehen ja eh kaum zur Behausung. Also sie bringen immer manchmal ein bisschen Geld dahin. Ich glaube, das ist das Einzige, was sie machen. Und ich finde, die können hier einfach oben weiter wohnen. Vielleicht machen wir gleich zwei. So. Und das sollten wir alles haben. Hier ist eine Treppe, also insofern müsste eigentlich klappen. Okay. Hier sind sie am Graben, da lassen wir sie mal weiter graben. Dann mache ich hier nochmal ein Stück rein. Wahrscheinlich am einfachsten, die würden hier... Nee, da kommen sie nicht hoch. Also wenn wir das abtragen, könnte es sein, dass sie weiterkommen. Das hier ist übrigens auch gepeinigte Erde, das heißt, hier haben wir auch auf jeden Fall so ein paar Knochen. Haben wir dir das noch nicht gesagt? Nee, dann kannst du das nochmal weghauen hier. Nee, das meinte ich eigentlich gar nicht. Haust du das jetzt da weg? Ja, gut. Okay, gepeinigte Erde ist ein bisschen anstrengender scheinbar. Und sobald die dann die... ja, wir haben jetzt auch schon veraltete Ausrüstung. Aber wir holen uns jetzt noch zwei neue Zwerge und dann bauen wir auch nochmal neue Ausrüstung. Und dann würde ich mal schauen, dass wir vielleicht... Ja, müssen wir fast hier unten rein, oder? Ja, komm, wir bauen uns mal... Wir graben uns mal hier rein. Dazu müssen die da erstmal hin, aber trotzdem, das sollte ja gehen. Ah, da macht der Kohle weg, deswegen. So, die Gebäude werden gebaut. Da unten wird hoffentlich auch gebaut. Wir müssen mal schauen, ob das hier weiter funktioniert. Die müssen natürlich echt transportieren. Ist jetzt sehr weitläufig alles. Aber hier geht's weiter. Dann bitte weitergraben hier. Schauen, was da noch kommt. Jetzt kriegen wir auch ein bisschen Bergweisheit wieder. Aber warum geht ihr alle jetzt schon wieder weg? Ah, nee, Helgif kommt wieder zurück. Ah, ein bisschen schneller. Obwohl es immer, ich finde das ja unschön eigentlich, ne? Wenn die da so hämmern. Irgendwie ist das nicht cool. Furchtstein? Wartet mal. Was ist das denn? Also, hier haben wir gepeinigte Erde. Da gibt es Granitklumpen, rastlose Knochen und Eisenerz. Und hier kommt der Furchtstein. Bergarbeiterschwierigkeit 300. Da gibt es Eisenerz und Golderz. Hm. Und da oben war aber Schwierigkeit doch... War das nicht 100? Ne, es war dann 1000, oder was?
Ja, 100, ich dachte, es wären 100.00, aber es sind 10.000 die Bergarbeiterschwierigkeit. Okay, dann wird das wahrscheinlich nicht gehen, dass man sich da reinbuddelt. Ich kann es nicht mehr angucken. Es tut mir leid, liebe Freunde, falls ihr zur ungeduldigen Natur gehört. Das ist einfach so unschön, wenn die da so hämmern. Ich möchte gerne echte Zwerge bei der Arbeit sehen. So, was machen wir noch? Was können wir denn im blutenden Atrium? Nee, da kann man nichts bauen. Ja, jetzt haben sie natürlich irgendwann keine Moral mehr. So, also hier irgendwo hatten sie doch eine Lore, haben sie da. Genau, die benutzen sie. Wisst ihr was? Ihr könnt euch noch eine Lore machen. Wenn ihr die andere schon nicht benutzen wollt, dann nehmt doch hier wenigstens zwei hier. Das scheint ja ein bisschen besser zu gehen. Und hier unten haben sie auch schon angefangen, die Steinbrücken zu bauen. Natürlich erst die mittlere. Weil es natürlich am einfachsten ist, die hinten an der Wand anzubringen. So, jetzt haben sie die untere auch gebaut. Und jetzt, ach so, ja, wir brauchen natürlich jetzt auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diesen Bohrer daran kriegen. Also entweder so einen. Oder, wie sieht der andere aus? Moment, das ist der Zahnradbohrer und es gibt doch noch einen. Den Bruchbohrer. Das sieht irgendwie so richtiger aus jetzt hier, oder? Die Frage ist, da brauchen wir wahrscheinlich dann. Das soll angeblich so gehen. Ich probiere das jetzt einfach, das dahin zu basteln. Das braucht auch Schienen, Maschinenteile und Metallplatten. Dann müssen wir wahrscheinlich hier. Ah, kommen Sie da jetzt hin? Könnte ich da was hinbauen? Nein. Aber hier, ne? Ja. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob sie noch das, was dann dahinter ist, abbauen können. Aber vielleicht brauchen sie auch gar nicht so viel, um das Ding zu starten. Wir schauen mal. Es geht ja voran. Es geht langsam voran, aber es geht voran. Es gibt ein beschädigtes Gebäude. Oh. Keine Ahnung, was das jetzt angegriffen hat. Aber auf jeden Fall haben wir Platz für neue Zwerge. Wobei gleich das erste Ding hier. Ah, hier ist grüner Schleim. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass hier grüner Schleim angegriffen hat. Ich hoffe, sobald wir das jemandem geben, dass der dann vielleicht das heilen, das wieder reparieren kann. Hier haben wir einen Hammerbauarbeiter für 8,49. Können wir uns gerade so leisten. Oder wieder einen billigen und eine mittelbillige. Eine Milizionärin. Ingerit Flammkall und Öd Lokedia. Ach komm, dann nehmen wir die beiden hier. Anheuern. Anheuern. Rein mit euch. Hier wurde schon etwas repariert. Ingerit, du kommst dahin. Und Öd, es tut mir leid, dass du Öd heißt, du kommst da rein. So, dann geben wir noch ein paar Punkte. Falsch. Da haben wir was im Talentbaum. Da machen wir mal den Minenmeister. Jorun kann, ne? Der braucht noch ein paar Punkte, glaube ich. Den machen wir zum Höhlenkundler nochmal. Brunkel. Ja, komm, dann gehen wir da jetzt von oben langsam durch. Hertha kann Zwerg aus Mara werden. Und Tjutga kann auch Zwerg aus Mara werden. Warum nicht? So, Krise in der Überwelt. Was ist los hier? Die Rattenhaut fehlt immer noch. Okay, das ist nicht so einfach. Hier brauchen wir einen Diamanten für Strandgut und Handelsweisheit. Da muss ich mal gucken, ob wir so ein Ding schon haben. Herbstocks, zwei Träger können wir machen. Brücke von Gramford, Eisenbarren können wir auch machen. Die Hütte vom Kratzkrein, Eisenbarren, Eisenbarren können wir auch machen. Und das Sägewerk will schon wieder Äxte. Auch kein Problem. Und in der Grimmzahnpferch, da braucht es Maschinenteile für einen Angriff. Oder eine Verteidigung. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das sollte kein Problem sein. Hier haben wir jetzt wieder. Ach. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Durchbuddeln, ne? Ins Unbekannte. Da
kann man, ich würde es wirklich gerne einstellen können, dass die automatisch weiter buddeln. Bis ihr jetzt wieder da seid. Bis ihr das ganze Zeug hier habt. Ach, und hier haben wir ja auch den Fahrstuhl hingebaut. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann machen wir hier auch weiter. Ich meine, es sind echt zu viele Aufträge, die sie jetzt haben, ne? Halt, das war die Eisenbahnschiene. Ist das da? Ja. War gerade nicht ganz genau zu sehen. Wir brauchen sehr viele von diesen Teilen. So, warte mal. Hier können wir ja auch Schienen herstellen. Dann machen wir das doch mal hier. Das können gerne aus Kupfer sein und aus Granitbrocken. Okay. Dann stellen wir mal hier auch in Dauerschleife 10 so eine Dinger her. Das sollte ja dann relativ, und dann bei 5 immer neu, wenn ihr 10 immer abholt, das ist ja eigentlich in Ordnung. So, Granitbrocken brauchen wir jetzt dann nicht noch zusätzlich machen. Geht das hier eigentlich schneller als da oben? Ah, du brauchst auch ein Lager. Du brauchst Zeug hier. Weil die ganzen Granitblocken kommen, Blocks kommen von hier oben. Kupferbarren haben wir ja 60 sogar eingestellt. Das ist ja auch heftig. Und bei 30 sollen sie neu anfangen. Fehlt dir Kupfer wirklich? Kupfererz und Eisenerz fehlt euch. Ja, wir haben schon lange nichts mehr abgebaut, ne? Das stimmt eigentlich. Bitte nicht. Das machst du nicht, ne? Weg dann. Ich kann jetzt hier sagen, alles, was hier an Kupfer ist, wegmachen, richtig? Nee. Haut ihr das dann weg? Ich glaube ja. Nicht. Aber da ist auch Kupfer dahinter. Okay, wir müssen uns um Erz bemühen. Und klar, ich meine, hier unten haben wir Eisen ohne Ende, aber bis das da hoch transportiert ist, ist ja schon wieder Weihnachten. Und Weihnachten war ja gerade erst. So, wir haben hier noch einen uralten Zwergenhügel, der kann auch Grabmohn herstellen. Das ist einfach teuer, glaube ich. Ansonsten hat das, glaube ich, keine großen anderen Effekte. Aber hier könnten wir mal hinlaufen. Gott, was wir schon für einen gewundenen Gang hier gebastelt haben, ist auch lustig. So, aber es geht, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, wir brauchen noch eine Treppe. Und dann ist alles gut vielleicht, hoffentlich. Und dann ist die große Frage, ob sie das Eisen, wie sie das Eisen transportieren. Ob das wirklich einfach so funktioniert oder ob man hier jetzt auch noch ein Lager eigentlich hinstellen müsste. Da bin ich mir jetzt so richtig gar nicht sicher. Aber in der Zwischenzeit, da wir ja noch mehr Zwerge haben, wir könnten echt auch, wir können auch einfach Zeug verkaufen, richtig viel. Das hat ja auch nochmal einer von euch geschrieben. Ich brauche das immer irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht haben wir hier jetzt mal was, wo wir sagen könnten, das brauchen wir nur wirklich nicht mehr. Wir könnten zum Beispiel mal alle Äxte von den Großvätern mal verkaufen. Wir haben auch noch ein paar Küchenlöffel. Können wir schon mal einen verkaufen. Granitsäulen könnten wir en masse herstellen oder Granitklumpen. Weißt du was, die 26 und die 41 Granitbrocken können wir ja mal weghauen. Ist jetzt eigentlich nicht so cool, weil die brauchen wir auch unten, aber was soll's. Wir haben 174 Laternen. Die hauen wir auch mal weg. Das sollte doch richtig Kohle bringen. So, einen Zwergenkuchen, den haben wir schon von Anfang an. Wir haben Probleme mit der Rattenhaut. Hm, schade eigentlich. So, wo läufst du denn hin? Obwohl, wenn du schon mal in die Richtung läufst, kannst du gleich mal hier Kupfer holen. Und da auch, wenn du daran kommst. Nicht weglaufen jetzt. Habt ihr gerade, du speziell, hattest den Auftrag. Na gut. Dann eben nicht. Hier haben wir auch so eine komische Treppe reingebaut. So, Kohle, Kohle, Kohle. Mann, jetzt wird es aber anstrengend hier, wenn das so weit weg ist, der ganze Kram. Müssen wir hier nochmal eine Treppe runter machen? Vielleicht. Hier wäre nochmal Eisen. Hier ist nochmal Kupfer. Aber man müsste es echt komplett ausbauen. Das Rattenloch lebt noch, oder? Sieht so lebendig aus. Kann ich euch mal einen Attackebefehl geben? Nein. Offensichtlich kein gültiges Ziel. Wahrscheinlich lebt es nicht mehr. So, dann machen wir hier nochmal Kupfer weg.
Und hier oben baut auch keiner weiter, interessanterweise. Zwerg kann diesen Ort nicht erreichen. Ihr seid doch sonst mit dem Ding immer da hochgefahren. Benutzt das eigentlich noch irgendjemand? Ich glaube schon, ne? Aber jetzt seid ihr alle hier. Leute, pass auf. Ich gebe euch mal ein Bewegen zu, aber ihr müsst dann auch Sachen mitnehmen. Das ist das Blöde. Wenn ich jetzt sage, hier soll einer hinlaufen, dann nimmt er bestimmt nicht das mit, was er braucht, oder? Und da kommt auch keiner hin. Komm, das machen wir nochmal weg. Dieser Vierkrabbe darf noch ein bisschen am Leben bleiben. So, und jetzt nimm bitte... Da ist auch eine Lore. Glaub mir. Ich glaube, ich muss da nochmal einen neuen Bahnhof hinbauen. Vielleicht klappt es dann irgendwann. Hier müssten ja jetzt auch zwei Loren stehen, eigentlich. Wo sind denn die beiden Loren überhaupt? Sehe ich gar keine Loren mehr. Da steht eine Lore. Wir haben doch hier noch eine zweite gebaut. Hm. Aber sie geht dahin und dann läuft sie wahrscheinlich wieder zurück, ja. Ja, es war ein blöder Auftrag, ich gebe es zu. Sylva, kommst du nochmal, wie weit kommen wir denn, waren wir hier schon mal? Sylva, wie gesund bist du? Du hast keine Moral, das ist nicht gut. Wir bräuchten jemanden mit viel Gesundheit und Moral, damit das hier irgendwie mal... Aber wartet mal, das Ding steht ja schon. Nee. Hier steht benötigte Ressourcen. Einmal Maschinenteile. Also hier unten steht das, ja? Nee, das ist noch nicht fertig. Aber es ist... Ah, doch, da ist es zu sehen. Alles klar. Naja, gut. So, dann erstmal nochmal bevorstehender Angriff. Den hätten wir schon fast wieder verpasst. Frisches Fleisch weg. Arznei gegen Metall weg. Müde Äxte weg. Versteckspiel weg. Nahrhafte Algen weg. Und jetzt sollte es... Ah, nee, das war auch schon ein Sieg. Wunderbar. So, wir haben ja... Was macht ihr denn jetzt da? Ah, ihr holt da Zeug. Könnt auch gleich noch was abhauen. Abbauen, meine ich. Da kommt keiner ran. Okay, dann könnten wir tatsächlich mit den neuen Zwergen ja nochmal gucken, dass die alle was Schönes haben. Denn wir haben ja zum Beispiel auch einen Kugelhammerkopf mittlerweile. Ein edler Hammerkopf, der perfekt für die Arbeit des Kunstschmieds. Achso, ja, Kunstschmied. Hm, Kunstschmiedehammer. Was brauchen wir dafür? Griff und Hammerkopf. Belastbarkeit, Härte. Dann machen wir uns mal einen Kunstschmiedehammer mal ganz kurz. Und dann bauen wir uns nämlich auch mal das entsprechende Gebäude. Wir haben ja auch immer auch... Haben wir schon eine Taverne gebaut eigentlich? Ja, hier. Gut. Vogel hängt wieder fest. Ja, der hat zu viel getrunken in der Taverne. Das ist problematisch hier offensichtlich. Also das müsste eigentlich besser passen. Jetzt gucke ich noch einmal in die Dings. Wir haben doch schon Kunstschmiede. Ach so, das kann man in der... Nee, Moment mal. Moment mal. Das Schmelzen seltener Erden fehlt uns noch und das fehlt uns noch. Wir müssten eigentlich alle Gebäude haben, die es gibt. Insofern, also in der Gießerei gibt es den Mörtel. Die Gießerei haben wir aber gemacht. Auch wenn es hier jetzt gerade keinen Mörtel gibt, aber den Mörtel gibt es ja... Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das mit dem Mörtel war. Hier Kalkstein... Es hat doch extra jemand von euch geschrieben, wie es funktioniert. Aber Kalkstein funktioniert ja schon nicht. Hier ist der Mörtel. Aber Mörtel brauchen wir jetzt gar nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder, bin ich abgeschwiffen. Kleine Schmiede. Schmiede. Ich dachte, es gibt so eine Kunstschmiede. Schneiderwerkstatt haben wir auch noch nicht, oder? Dann machen wir jetzt erstmal eine Schneiderwerkstatt. Die können wir ja sogar hier oben noch mit reinbauen. Wobei, da wollten wir eigentlich ein Lager hinmachen. Aber wir haben auch auf der anderen Seite... Obwohl, nee, da kommen sie ja nicht rüber. Das ist doof. Dann machen wir jetzt die Schneiderwerkstatt hier so hin. Müssen wir nochmal gucken, wo die gut hinpasst. Hm, im Idealfall ja auch so, dass sie... Da drunter passt sie auf jeden Fall nicht. Da drunter passt aber bestimmt ein Lager zum Beispiel. Richtig? Ja.
So, dann bauen wir da noch ein Lager hin. Dann kommt auf die andere Seite die Schneiderwerkstatt. Da müssen wir leider da oben einmal abreißen. Die kommt mal direkt, na, die kommt mal hier ran. Jetzt wird das dummerweise abgerissen. Das heißt, wir müssten hier wieder Blöcke drüber bauen, um dann da drüber vielleicht noch was anderes hinzubasteln. Aber wo machen wir denn jetzt unsere Kunstschmiedearbeiten? Da ist die Kunstschmiede, ich Blindfisch. So, das könnten wir dann hier hinbauen. Oder passt die da rein? Die passt tatsächlich auch da rein. Da passt sie nicht. Aber sie würde bestimmt, wenn wir das jetzt da hinbasteln, dann würde wieder was unten drunter passen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann gucken wir mal. Zwei unter dem, was wir da haben. Dann machen wir da wieder Blöcke hin. Und das ist dann genau... Reicht das da auch? Moment, jetzt gucke ich nochmal beim Lager, wie hoch es ist. Das würde da auch reichen. Dann mache ich das mal so, dass es gerade ist. Und nicht genau einen zu niedrig, zu hoch. Dann hängen da vielleicht die Leute auch nicht so fest. Die Zwergenleute. So. Gut. Also hier oben habt ihr Probleme. Okay, es sieht ja eh danach aus, als ob wir da oben nichts mehr machen dürften. Insofern können wir sonst uns hier oben mal hinarbeiten. Das ist alles voller Stein. Und runterarbeiten wollten wir uns auch noch weiter. Wir wollten ja unseren zweiten... Habt ihr jetzt da den Fahrstuhl schon gebaut? Das habt ihr schon gemacht. Hier so gerade runter. Eigentlich auch eine Option. Aber ich würde gerne, dass ihr das mal fertig macht. Wie kann ich euch das sagen? Ihr geht jetzt lieber in die andere Richtung gerade. Warum denn? Was ist eigentlich hier? Hier ist so eine fette Kohlemine. Die habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Wann ist denn das aufgetaucht? Oder bin ich blind die ganze Zeit? Leute, kann ja aber nicht wahr sein. Was mache ich denn hier? Und was macht Jorun? Omen des Krieges. Da kenne ich mich mit aus. Das schaffe ich. So, Mühle. Schwerter kriegen wir auch nochmal gebaut. Vogtei braucht grünen Schleim. Ja, das haben wir auch. Dafür kriegen wir Zuckerrohr. Und der einsame Leuchtturm, richtig, da wollten wir nachgucken. Das mache ich jetzt auch nochmal. Diamanten gucken. Und hier brauchen wir Hartkekse und Spitzhacke. Okay. Ein paar Schwerter sollten wir auch noch haben. Müssen wir mal gucken. So, Diamanten. Wir haben sogar jetzt hier 2 Gold, weil wir so viel Zeug verkauft haben. Wir könnten uns jetzt auch richtig fette Leute leisten. Aber jetzt schaue ich nochmal nach Diamant. Das müsste... Also hier gibt es Brillant-Juwelen. Juwelen, Juwelen. Einen Diamanten müssen wir ja wahrscheinlich nicht finden, oder? Den müssen wir doch schleifen dann. Hm. Vielleicht auch nicht. Die Schneiderwerkstatt ist da. Was kann die denn machen? Ein Trägersack. Oh, Trägersack ist natürlich, das macht ja voll Sinn. Dafür brauchen wir Stoff. Stoff und eine Schnalle. Moment mal, wo machen wir denn Stoff? Im Lazarett machen wir Mull. Aber keinen Stoff. So, euch geht's auch allen gerade nicht gut, ne? Was ist denn euer Problem? Bier, Bier, Bier fehlt euch. Haben wir das, was wir brauchen? Getreide? Wir haben Düsterweizen, aber nicht sehr viel. Aber das können wir ja machen. Leute, Leute, natürlich kriegt ihr Bier. 20 müssen immer da sein. Und wenn 20 nicht da sind, sondern nur 10, dann muss neues Bier gemacht werden. Und dafür brauchen wir Düstermehl. Das wird ja aber hergestellt, richtig? Ne, Düsterweizen brauchen wir. Wir brauchen das Mehl gar nicht. Wir brauchen den Weizen. Insofern müssen wir im Bauernhof nochmal. Der wird aber auch produziert. Dann machen wir davon 20 auf Halde. Achso, das muss ich ja hier einstellen. Aber doch, macht ja. 20 auf Halde und dann sollte das doch gut sein. Und dann kann es auch endlich in der kleinen Taverne Bier geben. Auch wenn man es da nicht anklicken kann. Das möchte ich jetzt noch gerne sehen, ob das hier jetzt jemand übernimmt. Und irgendjemand auch diesen grünen Schleim da mal wegmacht. Da hängt wieder jemand fest. Ja, okay, das muss man schön gerade bauen, sonst gibt es jedes Mal Probleme. Oder zumindest zwischendurch manchmal. So, hier ist noch Großvaters leichte Spitzhacke, die können wir auch verkaufen. Großvaters Sachen müssen wir nicht aufbewahren.
Und auf Wasser wartet er auch. Es wird aber auch hergestellt, oder? Das können wir doch immer machen. Na gut, es hängt von der Fruchtbarkeit ab, nehme ich mal an. Insofern dürfen wir da nicht zu viel von machen. Und hier, es könnte sein, dass hier wieder das alte Problem auftaucht, dass, ja, da macht lieber nur 10. Dass wenn das in einem anderen Lager liegt und nicht in unserem Lager, dass das dann hier immer in Dauerschleife weitergemacht wird. Mach mal Wasser zuerst, bitte. Dankeschön. Weil jetzt der ganze Weizen hier runtergebracht wird. Aber gut. Okay, wir sind auch schon wieder bei 43, 24. Das heißt, wir sind nicht mehr weit entfernt. 50 brauchen wir fürs nächste. Dann haben wir auch dieses Schmelzen seltener Erden. Und dann müssen wir nochmal richtig nach unten graben, um den letzten Kram zu kriegen. Und 150, da müssen wir wahrscheinlich wirklich auf den Boden von allem. Aber wir haben doch bestimmt irgendwas, was Moral herstellen kann. Naja, wir machen ja jetzt Bier. Oder? Du wartest noch auf Wasser. Irgendjemand wird es schon bringen. Gut, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das nächste Mal ist nicht mehr heute. Insofern wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr mit Hämmerting-Folgen am Samstag und am Sonntag. Bis dahin, macht's gut.